Weiter geht's mit Recore im zweiten Gebiet. Und ich habe jetzt hier von Mac die Fähigkeit, dass ich ihn halt auf jemand anders mit so einem Smash-Angriff hetzen kann. Das wird mir auch... Entschuldigung. das wird mir jetzt auch angezeigt. Die Kernbots in diesem Sektor sehen auch verdorben aus. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob es noch irgendwo Bonus gibt. Unten lag zumindest... Ne, da oben liegt, glaube ich, ein bisschen was rum. Wo man es eigentlich auch ganz gut von Weitem erkennt. Komme ich da rüber? Nee, oder? Na, hier hinten noch irgendwelche Geheimnisse. Okay, also Fallschaden nimmt sie scheinbar nicht. Ich bin noch niemals darüber gesprungen, oder? Ach doch. Der Pylon ist komplett zerstört. Ich weiß, Mac. Komm, gehen wir zum Pylon, bevor der Sturm hier ist. Ja, und der nächste sieht auch nicht gerade besser aus. Hieronymo! Das ist das Kontrollzentrum des Pylon. Oder was davon übrig ist. Da zieht der Sandsturm auf. Ich finde diese Dash-Fähigkeit ehrlich gesagt total cool. Hat voll Spaß. Ja, wenn das Spiel das nicht macht, dann mache ich das halt. Na, das reicht nicht. Sind das K9-Höhlen? So welche habe ich noch nie gesehen. Oh, die sehen ja scharf aus. Man kann aber doch überall ziemlich weit hoch. Nee, das ist nix. Ich dachte, das wäre... Oh, 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 okay. Schild weg. Schade. Dankeschön. Oh, der war, glaube ich, schon selten, oder? Der Kern? Jemand hat die Höhlen modifiziert. Aber warum? Ja, ich fürchte, das werden wir noch herausfinden. Und zwar früher, als uns wahrscheinlich lieb ist. Schön offenes Gelände. Okay, hier hinten geht's nochmal rum. Da ist nochmal ein ganzes Feld und hier auch nochmal. Oh nein. Sammeln wir doch erstmal fleißig Bauteile ein. Autsch! Scheiße. Da läuft ja Strom durch. Ein bisschen Gefühl fürs Inventar. Also die stapelt er dann auch übereinander. Okay, das ist ja immerhin ganz gut. So, in den Reaktor gehen wir gleich rein oder was auch immer das ist. Aber vorher noch kurz. Ist nicht hoch.
Ach, sogar derselbe Weg. Das ist cool. Die heilt sich doch nach einer Weile automatisch, oder? Ja. Ah, eine Audioaufzeichnung. 29. April 2053. Victor und ich haben eine Woche bis zum Landeplatz der Versorgungsfahrzeuge gebraucht. Wir mussten mit dem Crawler eine Steinlawine umfahren, die nirgends verzeichnet war. Aber die meisten Kernbots sind in gutem Zustand. Und der Hauptkern ist Gott sei Dank sicher. Ohne ihn wäre kein Terraforming auf diesem Planet möglich. In 200 Jahren hat Neu-Eden einen blauen Himmel, Wasser und Bäume. Es wird ein Paradies, wie die Erde vor Sandteufel. Victor überwacht den Bau der Phase 1-Anlagen, während ich den Hauptkern online bringe. Wenn er und die anderen Kernbots weiter so gut funktionieren, muss ich für diese Schicht vielleicht keine anderen Menschen wecken. Ja, und von Victor wissen wir ja schon, dass das scheinbar ein Kernbot war, der dann durchgedreht ist in irgendeiner Weise. Weil es schon in der Beschreibung von den Audiologs drin stand. Komm her, gib mir deinen Kern. Die sollten denen eigentlich helfen. Ging natürlich, wie immer bei solchen Sachen, ging es natürlich nach hinten los. Oh, so, komme ich da vielleicht rüber? Sieh an. Vorratskiste freigeschaltet. Ein Bauplan. Weißer Knochenjägerkopf. Aha. Jetzt haben wir mal eine Vorratskiste. Und da hinten in der anderen war doch auch noch eine drin. Denn... stand doch eine. Genau. Na gut zu wissen. Kann sie eigentlich noch irgendwie rennen? Nee, ne? Ich kann das dashen eine Zeit lang und das war's dann. Okay. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Rote Fusion, Wandler. Was hat es wohl mit den Wandlern auf sich? Bauteile für alles Mögliche. Passt doch. Wir müssen da rein! Schnell! Ach, keine Eile. Oh, es wird tatsächlich heftiger. Laut den Berechnungen sollte die Umwelt ungefähr 200 Jahre nach Aktivierung der Pylonen stabil genug sein. Sollte allerdings ein Pylon ausfallen, tja, dann nicht. Okay, das kann ich wahrscheinlich nach dem Sturm benutzen. Dann gehen wir erstmal rein. Diese Tür hat keinen Saft. Vielleicht hilft da ja der Kern, den wir gefunden haben. Erstmal kaputt machen. So, was ist hier? Pylonen 512. Anforderung: einer von einem Kern. Level 3 muss man sein. Also der Hund muss Level 3 sein. Und hier gibt es Schätze. Da haben wir 0. 8 Kisten sind, also 8 Baupläne und irgendwas, was ich noch nicht kenne. Und das jetzt nochmal so Unterlevel. Ah, okay. Pylon 512. Ein gefallener, feindlicher Kernbot steht irgendwann von alleine wieder auf. Reaktivierst du ihn jedoch... Ein gefallener, freundlicher Kernbot. So rum, nicht feindlicher.
Mann, gut, dass wir aus dem Sturm raus sind, oder? Okay, suchen wir die Pylonensteuerung. Hast du die Fährte, Mac? Nicht so wahnsinnig nützlich, der Hund. Suche angeht. Hübsch. Hey, noch eine Transferplatte. Genau wie die in unserem Crawler. Sehen wir sie uns an. Da scheint etwas im Zwischenspeicher festzustecken. Ja, klar bin ich ein Mensch. Ich heiße Jule. Und wie heißt du? Violet. V10LT? Oh, dann sperrst du also die Transferplatten. Aber warum? Revolution? Ich glaube, Violet hat ein paar Schrauben locker, wenn du verstehst. Ich finde, das hat so ein bisschen auch was von Ratchet und Clank. So. Unsere ersten Sonden auf Neu-Eden fanden seltene Mineralien auf der Oberfläche. Wir vermuten, dass es unterirdisch noch viel mehr gibt. Sowas mag ich eigentlich auch sehr. Steuerung. Komm mit, Mac. Sagt einem nicht, was es einsammelt, oder? Es sind irgendwie. Ach, das da oben sind die Splitter. Okay. Ja, dann ist okay. Und Moment, da habe ich noch. Und das für Anzeigen. Es gibt einmal diese Kerne und einmal, ja, 455 von irgendwas. Das sind diese Kisten. Als das Mandat Neu-Eden entdeckte, nannten sie es eine neue Chance für die Menschheit. Alles, was ich wusste, war, dass mir dieser Ort meine Tochter wegnehmen würde. Versteh mich nicht falsch, Jule. Ich war sehr stolz, mit anzusehen, wie du dafür gekämpft hast, Teil des Neu-Eden-Teams zu werden. Und ich wusste, dass du gehst, war auch meine Schuld. Seit du klein warst, haben wir immer vom All gesprochen. Wie unglaublich es wäre, andere Welten zu erkunden. Und du kommst ganz nach deiner Mutter. Tapfer, gütig, etwas waghalsig. Die Erde war zu klein für sie. Und ich schätze, für dich wohl auch. Es macht mich glücklich, dass wir trotz der großen Entfernung zusammenarbeiten können, um meine Erfindung zu testen. Die Kern-KI. Wenn wir Erfolg haben, bekommt die Menschheit nicht nur eine neue Heimat. Wir revolutionieren das Verhältnis zwischen Menschen und künstlichem Leben. Das erinnert mich auch ein bisschen an das Neck. Das ja auch nicht sehr beliebt war, und dann habe ich es irgendwann sehr, sehr, sehr viel später, nachdem die PlayStation 4 rausgekommen war, ein bisschen ausprobiert und fand es erstaunlich schön. Also, ich fand es echt total nett, wie so ein spielbarer Pixar-Film. Aber das ist vielleicht immer so, dieses, wenn man genug Schlechtes über die Sachen hört und wenn man sie dann doch mal spielt, dann ist das meistens viel, viel besser, als man erwartet, weil man irgendwie den totalen Scheiß erwartet. Dann ist es eigentlich ganz cool. Mal sehen, vielleicht wird das ja hier auch noch schlimm oder so, aber bin gespannt. Aber ich lasse mich auch gerne positiv überraschen. Ich schätze, ein einziger Kern reicht nicht.
Für den Pylonenneustart brauchen wir mehr. Ja, wir brauchen mehr davon und ich würde sagen, in der nächsten Folge hole ich mir mehr davon. Bis denn!